So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ramses im Stressmodus und guckt euch mal hier kurz um. Das ist der Baum, das ist die Trauerkapelle, das ist nämlich hier der Friedhof, da ist eine Bank, da ist eine Infotafel. Warum ich euch das zeige? Wir spielen natürlich nicht Pokémon Go auf dem Friedhof, ja, obwohl wir trotzdem jetzt schon drin waren und haben da gefilmt. Ich habe damals diese Trauerkapelle eingereicht als Pokéstop. Oh, und das ist eine Arena geworden. Richtig heftig. Wenn ihr euch das im Spiel anguckt, wie das aussieht, da ist hier die Arena geworden, die Trauerkapelle. Da ist jetzt auch ein Voltolos-Raid. Denn Voltolos in der Tiergeistform ist jetzt in Raidstar. Ich habe mich jetzt extra beeilt. Hier ist noch ein Stop, Pfarrerdenkmal. Hier ist noch ein Stop, Denkmal J. Griesing. Sind alle drei von mir. Aber nicht, weil ich... Ist mein Heimatdorf Hessberg, ne? Wer es kennt. Weil ich gesehen habe in Hildburghausen, da ist einfach alles. Jeder einzelne Grabstein ist einfach ein Stop, ist ein Denkmal, ist ein sonst was. Und ich dachte, wenn ich mal wirklich in der Heimat bin oder wenn ich hier irgendwas zu tun habe, kann man ja vielleicht mal einen Raid machen. Hat jetzt wunderbar gepasst, denn in ganz Hibo ist kein einzigster Raid da. Ich habe gerade Feierabend gehabt. Raid, nix. Guckst du Hessberg, Raid, also fährst du extra nach Hessberg für den Raid. Wir wollen deswegen jetzt hier den Voltolos Community Raid machen in der Tiergeistform und wir laden natürlich wieder Leute dazu ein. Ich zeige euch wieder, dass ich den auf Facebook gepostet habe im Community Tab, ja, Community Tab. Ihr seht ja auch ein Bild, wo ihr seht Schwächen, Eis und Gestein, also Mahmudel-Armee wäre eine gute Wahl oder ihr kämpft natürlich mit Rihonyo und Gesteinsattacken, Despota Gesteinsattacken. Ansonsten könnten wir uns die Werte merken, 2091 und 2614. Es regnet gerade nicht, also denke ich mal 2091 wäre gut, aber wir versuchen eh einfach jedes zu fangen. Für Bonbons und so weiter. Und ich habe hier unten drunter jetzt 17 Kommentare. Wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, sehen wir natürlich, wer zuerst da war und wer mitmachen kann und wer nicht mitmachen kann. Wir haben Checker Leonard, Jojo, Shenaya, Kevin, Lucian, Kulidita, Fetzak, Matzi, Buford und Lukas. Wer nicht mitmachen kann, ist LOL, total mies. Ich habe keine Zeit. Maximilian hat Zeit zum Schreiben, aber keine Zeit für Raid. Carsten hier, Power Raider, zack, 10 Codes hingeschrieben, wie Beamster Fabi. Leider, ihr wisst, wer kein Herz hat, der ist nicht dabei. Die ersten 10 nehme ich immer nur, lade ich die ein. Wir fangen jetzt fix was zum Übergang. 14.30 Uhr ist der Raid. Die lade ich alle ein. Ich gucke mir das gleich in Ruhe an. Beziehungsweise, wenn irgendeiner jetzt noch nicht angenommen hat, hätte ich einfach einen anderen dafür. Aber ihr habt gesehen, wer dabei sein müsste. App ist auch wieder aus, ist ausgeschmiert. Bin jetzt mit dem Auto hierher gekommen. Hier seht ihr das Auto, Hutablage am Start, Handys am Start, 6 Geräte. Und das Gute ist, mit den beiden bin ich sogar Glücksfreund. Das heißt, wenn das Große nicht gut ist, können wir, wenn wir auf dem kleinen eins fangen, direkt in derselben Folge jetzt noch einen Glückstrade machen und uns ein Lucky Voltolos in der Tiergeistform holen. Vielleicht wird es ja ein 100%. Wer weiß noch, damals Doppel Regiram Raid, 2 Regiram gemacht, weil das erste ist abgehauen, das zweite mitgenommen, dann getradet in derselben Folge, zack, 100% Regiram direkt am ersten Tag. Die Sonne geht ja auch immer zu weg, schwarzer Pullover, sieht aus wie ein Einbrecher. Wir warten jetzt, bis der Raid anfängt und dann melden wir uns gleich zurück, laden ein und machen natürlich noch den Lucky Trade. So, es ist jetzt genau 29, beziehungsweise kann ich schon mal auf die Arena gehen. Ich denke mal, das wird direkt umschalten. Jetzt, man hört auch die Kirchenglocken. Es hat zweimal gebimmelt, damit es halb ist. Jetzt ist es hier auch halb. Das heißt, wir werfen jetzt überall mal die Pässe ein. Werden auf den iPhones jetzt wieder einladen. Ich habe alle mit Punkten versehen, ja? Das heißt, ich drücke hier, ich drücke da. Jojo, Checker, Leonard, Lucian, Kevin, Shenaya. Und hier Fetzak, Matzi, Luca, Kuli, Dieter und Carsten. Hä? Was war da denn los? Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich hatte gerade den Kollegen, ich habe ja alle 5 vorgelesen, von dem einen, alle 5 von dem anderen. Und da war der Kollege dabei, Buffert, irgendwas.
Dem habe ich eine Einladung geschickt. Dem habe ich auch ein Herz gegeben. Und ich habe ja gesagt, einer hat noch nicht angenommen, ne? Und wenn er nicht annimmt, dann edde ich einfach einen anderen. Jetzt war nicht mehr viel Zeit. Ich habe jetzt noch ein bisschen gechillt. Habe ganz kurz nochmal geguckt, ob er angenommen hat. Er hat nicht angenommen. Jetzt bin ich ganz kurz auf den Community-Tab und lese, er hat unter seinem Namen einen Kommentar geschrieben, ob ich nochmal eine Anfrage schicken kann. Er hat aus Versehen abgelehnt. Da war es aber schon 39. Das war mir dann doch ein bisschen zu knapp. Nochmal das Abschreiben, nochmal das Hinschicken, warten, bis er annimmt, dann nochmal da warten, wenn er angenommen hat, einen Punkt dran machen, dass ich das alles insgesamt einladen kann. Also habe ich jetzt einfach den Carsten, weil der Carsten eh in der Liste ist, bei dem weiß ich es auch. Und der drüber stand, hat gesagt, er ist befreundet, aber mit Ivar Mild. Aber das war auf dem Ivar Pikant Account, deswegen konnte ich den nicht nehmen. Carsten war aber auf dem Account, also habe ich jetzt einfach diesen letzten Platz an Carsten gegeben. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Carsten auch nicht kommt oder auch nicht reingeht, weil der Carsten ja jetzt nicht damit rechnet, dass er eingeladen wird. Wir hätten das eigentlich einfach durchgucken können, dann sieht man ja, wer drin ist. Jojo, Shenaya, Checker, Lucian, Kevin, Fetzak, Luca. Also einen Carsten habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ihr wisst ja ungefähr, mit wem ihr geradet habt. Wenn Carsten dabei war, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war der letzte Platz jetzt einfach, ja, verschwendet, sagen wir es mal so. Da lädt man schon extra 10 Leute ein, macht mit 6 Accounts, dass es 16 sind. Ihr habt gesehen, es waren nur 15 in der Lobby. Meine sind auf jeden Fall alle drin, also das heißt, ein Eingeladener war nicht dabei. Ich tippe mal auf Carsten, kann man ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Er hat ja nicht gewusst, dass ich ihn einlade. Jetzt ist hier die eine App ausgegangen, egal, wir drücken einfach weiter drauf, der Rest reicht ja. Theoretisch müsste ich eigentlich mit gar keinem Handy was machen. Die 10 Leute, die eingeladen sind, die können kämpfen, ich kann chillen, ich warte so lange, bis der Kampf aus ist. Dann müsste das ja eigentlich auch so funktionieren. So, Boss ist tot, 50 Sekunden, 53 Sekunden ungefähr. Den gibt es nicht als Shiny, ja? Schreibt euch das hinter die Ohren. Ich will jetzt aber mal kurz vergleichen. Ich habe das alles hier, welches das Beste ist. Das Beste dann natürlich fangen. Das heißt, ich drücke hier mal fix überall durch. So, den. 2042. 2044, 2074. 2062, 2039. Jetzt haben wir den Großen. Ich nehme euch jetzt aber mal mit. Ich muss nämlich die ganze Zeit da drin hängen und mich da rumbeugen. Und das geht so auf den Rücken, dass ich euch lieber jetzt zum Fangen hier herstelle. Ungefähr so. Wir gucken mal, wir haben 20 Bälle. Wir haben 47 Sekunden gebraucht. Kontrolle der Arena ist auch am Start. Och, leider kein Shiny. Guckt euch das an. 2048. Ja, ist gutes Mittelmaß, denke ich mal. Das ist das allererste Mal, dass es die Voltolos Tiergeistform gibt. Ich habe also keine Ahnung, wie man am besten wirft, was der so macht. Was man jetzt schon sieht, er schwebt wieder nach links und rechts. Ich hasse es jedes Mal, wenn die nach links und rechts schweben. Ja? Kreis ist eingestellt, einfach fabelhaft, würde reichen von der Größe her. Jetzt brauchen wir nur wieder Geduld. Oder auch nicht, er ist schon drin, gut. Ich hasse es aber auf jeden Fall immer, wenn die immer nach links gehen, nach rechts gehen, da angreifen, da rumhängen, wieder nach links gehen. Am besten ihr wartet also wirklich, wenn der in der Mitte ist. Ihr stellt euren Kreis ein, ihr werft einfach fabelhaft in die Mitte, bam, passt auf jeden Fall. Der ist jetzt hier drin, hat Biss und Schlammwoge, es gab sogar 4 XL-Sonderbonbons. Ihr wisst, 3 sind garantiert und ein viertes gab es jetzt dazu. Wir bewerten den ganz kurz. 12, 13, 13 hat er, 16er Dritter Strauf Heiden, ihr seht ganz frisch, Wetter ist eigentlich auch ganz vernünftig. Heute früh um 7 sah das Wetter auch schon so aus. Dann warst du gefangen den ganzen Tag und jetzt sieht es auch wieder so aus. Wir fangen jetzt ganz kurz auf den anderen Accounts und melden uns gleich nochmal zurück, weil wir gleich noch den Lucky Trade machen wollen. Mal gucken, vielleicht wird es ja ein 100er. So, ich habe das jetzt gefangen. Das Beste, was wir eben gefangen haben, war das hier mit 2074. Das hat also 14, 15, 13. Ist also ein 93er, glaube ich. Muss man hier aus dem
aus der Sonne raus. Das ist aber egal. Hier, der wartet schon auf den Lucky Trade. Mit ihm hier muss ich jetzt noch mal rein. Dafür stelle ich euch aber wieder so, dass ihr mich seht. Beziehungsweise irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie ich mich stelle. Nein. Wir bleiben so, wir müssen nur die Sonne verdecken. Wir gehen also hier mal drauf für den Lucky Trade. Ivar Mild ist nämlich am Start. Ivar Soft ist, glaube ich, auch. Soll ich jetzt beide einfach gegeneinander tauschen? Das hat halt nicht viel Distanz, ne? Deswegen ist eigentlich sinnlos. Eigentlich wäre es ja besser, die zu tauschen gegen jemanden, der selber eins bei sich gefangen hat. Ach egal, damit es jedes Mal die Bonbons dazu gibt. Wir hauen das jetzt einfach mal raus, es geht ja gerade um nichts. Wir werden sowieso jeden Tag mindestens einen machen. Ich glaube, bei dem mache ich auch mehr. Obwohl ich mir den größer vorgestellt habe. Der sah halt so mächtig aus auf den Bildern und jetzt ist es einfach nur so eine kleine Spielfigur. Das enttäuscht mich ein bisschen. Wir gucken nicht, was der hat, oder? Doch? Nein! Warum? Was ist das denn? Der Kleine hat 2043. 2043. Und was hat der Große? Den können wir auch bewerten. 2043. Ich verstehe es nicht. Beide haben 2043. Das ist eigentlich mega schlecht. Also ich hätte mir was richtig Krasses erwartet, aber ja, was soll's. Ist auf jeden Fall der erste Tag. Voldolos in der Tiergeistform ist da. Seid ihr gehypt? Habt ihr Bock? Werdet ihr auf 100er Jagd gehen? Oder sagt ihr eigentlich, das andere konnte schon nix? Das kann auch nix. Das muss nicht sein. Wir warten auf C-Chrom, dann geht's wieder ab. C-Chrom habe ich ja zum Glück als 100er. Also ich weiß nicht, ich fand den cooler als Boreos in der Tiergeistform. Ansonsten habe ich jetzt 4 Wochen nichts zu tun, wenn ich warten muss, bis Demeteros in der Tiergeistform kommt. Ich lasse mich mal überraschen. Ich werde ein paar Anfragen annehmen. Also wenn ihr mal unterwegs seid und einen Raid macht, gerade für den, schickt halt eine Einladung oder so. Wenn ich gerade Zeit habe, werde ich da ein paar mit euch machen. Das war's ansonsten jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Spotlight-Stunde. Vielleicht kommt das Video auch erst nach der Spotlight-Stunde. Ich muss gucken, wie es zeitlich passt. Ganze Tag ist umgekrempelt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Trotzdem natürlich.